Entschuldigung. Na, du bist doch belesen. Hast du vielleicht ein anderes Wort für Pisse? Heo, heo, heo. Das ist Imp, ich bin im Hurensohn-Cosplay. Es ist Zeit für Folge 2 vom Passanten-Bingo. Und es war ein bisschen tricky diesmal. Tino hat uns die Begriffe gemacht, wir kannten die vorher nicht. Und wir haben diesmal die harten Begriffe an den Rändern. Das ist echt schwer gewesen. Das ist ein gutes Format. Ich rede so gerne mit wildfremden Leuten und sage denen, hey, wie heißt Pisse nochmal medizinisch? Klasse. Was hier aufgebaut war irgendwie? Diese Holzhütte? Ich hab's nur in der Zeitung gelesen. Okay, aber wissen Sie, was das war? Ich habe das jetzt nicht mitbekommen und vorhin wurde es irgendwie abgebaut. Ja, das. Da haben irgendwelche Menschen provozieren wollen und Weimar als Nazi-Stadt hier zu verunglimpfen. Ah, okay. Entschuldigung? Na, du bist doch belesen. Hast du vielleicht ein anderes Wort für Pisse? Ich habe wohl dann gehört, dass das Ding heute Nacht irgendwie zerstört worden ist. Ja, das habe ich auch irgendwie gehört, umgeschmissen, aber ich wusste nicht, um was es geht. Mir wurde halt gesagt, es ging um diese, was in China da, die eingesperrten, wie heißen die? Iguren. Ja, genau, dachte ich, darum ging es. Vielleicht aber auch, aber. Ja, und dein Buch, woraus macht man das nochmal? Wie meinst du das? Ist aus Papier, woraus ist das? Bäumen. Wir sind keine Nazi-Stadt. Mhm. Es passieren natürlich auch rechtsradikale Übergriffe hier noch in der Stadt, wie in jeder anderen. Ja, wo gibt es ganz viele davon? Ein ganz großer. Was mir auch aufgefallen ist, so Fastfood und so gibt es ja gar nicht so viel. Das finde ich richtig gut. Also es gibt hier das Subway, ja. McDonald's ist glaube ich außerhalb. Und was Richtung Autobahn gibt es das. Gibt es da sonst noch irgendwas? Eher nicht, oder? Nee. Was dieses andere große neben McDonald's? Gibt es glaube ich auch nicht. Nee, also das mit der Krone? Ich komm nicht. Hast du ein Kreuzworträtsel? Also was in der Art. Fuck, dann habe ich glaube ich verloren. Scheiße. Danke. Es gibt natürlich sehr schöne Restaurants hier, schöne kleine Restaurants. Manche natürlich durch Ausländer bedient, ja. Und Oh, geht ihr schon weg? Oh, mich interessiert das. Ja, was interessiert Sie denn? Dann schauen Sie mal. Ich mache wieder auf. Ja, wofür setzen Sie sich denn ein? Für eine bessere Welt? Ja. Diese Trickfilmfigur. Ach so. Der gelbe Bär, der irgendwie immer Honig ist. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Nee, sagt mir jetzt nichts. Mhm. Aber so Abtreibung und so finden Sie zum Beispiel nicht so gut, ne? Oder? Was heißt denn wir? Wir versuchen nach dem Wort Gottes zu leben. Und der sagt was? Das Leben ist heilig. Ab wo? Immer? Vom ersten Tag an. Ja. Gerade so kleine Restaurants in Berlin war ein ganz großes Problem. Da hat es halt immer so ein bisschen gerochen, sag ich mal. So Ammoniak, ne? Da denkt man, okay, ist da jetzt, ist da jetzt vielleicht ein bisschen. Ne? Ich muss sie verlassen, ich muss meinen Bus. Ja, kein Problem. Danke fürs Gespräch. Okay, kein Problem, ja. Tschüss. Und viel Spaß. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Es gibt doch so verschiedene Stadien. Ne? Ja, bevor das ein Baby ist, hat das ja noch so andere Namen. Oder so, ne? Aber da kann ich Ihnen jetzt auch nichts zu sagen. Also das, heute machen sie es auch noch später, wenn das Kind krank ist. Noch später? Ach so. Aber das kriegen wir für uns so oder so nicht in Frage. Aber immer wieder mein. Sorry, ich wollte nur mal fragen, ob ihr euch auskennt, dass dieses Gebaute auf dem Theaterplatz, stimmt das, dass es umgeschmissen wurde? War das wegen China? War das dann China kritisiert oder? Neonazis. Okay. China hat eine Neonazi-Treppe. Ah, okay. Und sonst, was habe ich sonst noch so für Regeln? Also, wissen Sie was? Da können Sie. Soll ich alles lesen? Internet und dann nehmen Sie sich mal hier mit. Was die lösen. Schauen Sie mal, ich habe hier die Bibel auf meinem Handy. Das ist jetzt das Buch Jeremia. 10. Haben Sie eine Bibel? Ich habe eine Bibel zu Hause, ja. Super. Welche haben Sie? So eine weiße mit so einem goldenen Schriftzug. Das ist so ein. Nein, ich meine eine evangelische, eine katholische Bibel sicher, ne? Kann sein, ja. Nicht, dass Sie jetzt sagen, wir haben wieder irgendwas, sondern Sie sollen das ja in Ihrem Nachhinein. Nicht, dass die haben mich überredet oder was, Sie sollen das selbst überprüfen. Ne? Schauen Sie hier, zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 17. Das ist Bibel. Dann verstehe ich es eher, dass es umgeschmissen wurde, weil sonst war das so okay. Ja. Aber die Thematik kennt man ja hier auch, oder? Also, die eingesperrten, wie heißen sie? Die. Genau. Den Grundsatz kennt, dass Leben heilig ist. Also im Internet, da drehen sie ja alle irgendwelche Filme oder so, ne, wo die dann da nackt sind oder so. Das darf man auch nicht. Schauen Sie mal hier. Hier sind die Bibelstellen. Sie haben doch ein Gewissen.
Ja. Ich habe das mal gelesen und da standen dann eine ganze Menge so Sachen drin, dass man bestimmte Leute töten soll und so. Das fand ich dann nicht so gut. Das hat aber also alles einen Sinn. Levitikus, ne? Ach, aber jetzt nicht mehr? Nee. Das hat damals einen Sinn gehabt, weil Gott ein auserwähltes Volk hatte und die anderen meinetwegen ihre Kinder getötet haben. Aber jetzt, also der hätte ja damals auch Leute getötet, die zum Beispiel so Filme im Internet machen, ne? wo die nackt sind. Das weiß ich nicht, was Gott getan hätte. Also dieses China-Ding ist für mich auf jeden Fall auch eine Leidenschaft. Kennt ihr das, der Präsident Xi Jinping sich ungern mit dieser Trickfilmfigur vergleicht, mit dem gelben Bären? Nee. Aber den gelben Bären kennt ihr, oder? Hier aus dem 100-Morgen-Wald. Echt nicht? Wo ist das? Ist das einfach eine Fantasiewelt? Das ist das, so wie es in der Bibel praktisch wieder gedacht. So kann es sein. Ja. Könnte man auch so Brasilien drauf machen. Da ist ja so, ne, so ein großes Gebiet, was die da gerade abholzen. Ich wollte gerade sagen, nicht gerade das, was man abholzt. Das wollte ich gerade sagen. Aber ist es auch eine Sünde, wenn das... eine intakte Welt. Wie hieß das noch, das, was die da abholzen? Den Regenwald. Ja, man kann nicht alles als Sünde bezeichnen. Ne? Das ist ein Trickfilm mit Christopher Robin und so ein gelber Bär, der immer Honig will. Ja, genau. Ah, fuck, ey, danke. So, und der will halt nicht mit dem... Ja. Die Internetseite von uns, und da können Sie zu jedem Thema können Sie nachforschen. Aber nicht, dass ich dann da weiterkomme in eine andere Internetseite. Internet mache ich nicht so viel. Nicht, dass das da irgendwas ist, wo dann ne, die nackt sind oder so. Ja, dann ich hoffe mal, dass die Stadt heilt und dass hier der Planet heilt. Und Bolsonaro wurde abgewählt. Ja, der Amazonas, wie heißt das... Der Amazonas ist ein... Was ist denn, wenn jetzt China zum Beispiel ganz viel Mist macht oder so? Muss ich mich da einsetzen oder nicht? Die haben doch da diese... Die haben doch so Lager, wo sie diese Leute reinmachen. Wir sind neutral. Ach, da haben sie gar keine Meinung zu. Also wenn jetzt Xi Jinping sagt, wie hießen die noch? Da gibt es so Volksgruppe, nicht Tibeter, diese anderen da. Oliguren oder so ähnlich. Ja. Nicht Gewitter. Na, wie heißt das, dieses... Da sind viele Bäume im Amazon. Ja, genau, Bingo! Also wenn Xi Jinping da sagt, die sagen, man möchte aus wie so ein Bärchen oder so, dann haben wir da gar nichts zu sagen. Soll der machen? Soll er machen, was er will. Der kriegt seine gerechte Strafe schon, wenn er... Nee, wird vielleicht dann wirklich zu den Bären verwandelt, ne? Sie sind hier Dings... ja. Ich glaube, mit W irgendwas war das. Also ich kann es nicht sagen, also ich kenne die Sendung. Ja, Mist. Also wie gesagt, Bingo! Hast du ein Spiel gespielt? Dankeschön. Oh, Alter. Du musstest uns nicht zulabern. Ah, geil. Uiguren, Winnie Pooh und Regenwald. Yes! Hey. Es tut mir leid, dass ich euch dafür benutze. Sie müssen los jetzt, oder wie? Ja, ja. Wir dürfen nicht so lange an einem Ort stehen. Ach so, okay. Ja, na, von der Stadt. Nee. Ach so, ja, okay. Na gut, viel Erfolg noch. Das war es gewesen. Vielen Dank an Imp fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe gemerkt, man ist echt hin und her gerissen zwischen. Ich mache was Lustiges und ich nehme das super ernst, weil ich will nicht, dass das Gespräch beendet. Mal gucken, was das nächste Mal passiert. Da versuche ich da ein bisschen offensiver vorzugehen. Ansonsten, heute wieder on stream. Samuel vs. Wild gucken. Ich bin ja leider nicht angenommen worden, aber trotzdem schaue ich mir den Spaß an. Und das mache ich dann immer Sonntag und Mittwoch. Und ihr könnt dabei sein. Und bis zum nächsten Video hier. Und danke fürs Schauen und danke für alles. Und wir sehen uns auf Twitch. Tschüss!